Hallo. Ah, es ist romantisch. Einfach mal 3000 verdient. Schließe auffüllen ab. War wichtig? Komm schon. Komm schon. Jetzt gras da nicht wie eine Kuh, du sollst. Die grasen nur wie Kühe. Leck mich. Übernehme wieder Steuerung. Ciao. Ich hab keinen Bock drauf, ey. Ich hab Geld jetzt wieder ein bisschen. Okay, Ankylosauren kriegen wir auch noch. Okay, ich bleib mal bei dem. Wir sind wieder pleite. Oh, oh, oh. Ich mache das aber so, dass das Fahrzeug hier vielleicht drin stehen bleibt, oder? Kommt schon. Ihr wollt es doch auch. Haben Sie überhaupt Hunger? Nicht mal annähernd Hunger, das Schwein. Nee, noch nicht mal annähernd Hunger. Die müssen erstmal Hunger kriegen. Ach, Manu. Ich kann sie auch leider nicht zum Essen zwingen. Es wäre sehr schön, wenn man sie zum Essen zwingen könnte. Irgendwie reinstopfen oder so und sagen, ess! Aber es klappt leider nicht. So, hier mache ich auch mal ganz kurz. Ich weiß, es kostet Geld. Es hat sehr viel Geld gekostet. Aber dann sind wir stromtechnisch auf der sicheren Seite. Apropos stromtechnisch auf der sicheren Seite. Ist noch abgedeckt, ne? Ja, ist, glaube ich, noch alles abgedeckt. Ich bin mir nicht sicher. Okay, ist gar nicht mal so leicht, ein Dino zu fotografieren, dann, was an der Fressstation frisst dann. Weil es nicht Hunger hat, das ist das Problem. Jetzt dreht sich alles erstmal darum, Kohle zu machen. Weil wir halt echt wenig Geld haben. Scheiß Insel des Todes, ey. Aber es sieht schön aus. Die Insel des Todes ist schon eine hübsche Insel. Müssen Aufträge abschließen. Dafür müssen wir das Genom vervollständigen. Dafür müssen wir hoffen, dass Ser hier mit sowas zurückkommt, was wir gebrauchen können. 25.000. Andere Aufträge kann ich ja. Doch, kann ich. Sicherheitsauftrag. Bitte. Die Leute fühlen sich gerne sicher. Das ist unser Job. Dieser Auftrag unterstützt uns dabei. Ja. Okay. Rangerstation. Nee, Treffsicherheit, ne? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Stimmt, wir hatten das andere. Oh, das ist gut. 360.000, das können wir. Oh, das ist super. Und das extrahieren wir. Und das extrahieren wir. Gut, wir haben ein bisschen Kohle gemacht. Das ist schon sehr geil. Dann mache ich mal ganz kurz. Erstmal schicke ich sie wieder los. Das ist immer das Wichtigste. Das Fossilienteam ist immer eines der wichtigsten Sachen, die es gibt. Das Expeditionsteam, also ist das Fossilienteam. Forschungen. Sicherheit müssen wir auch noch. Ne, Nachlade. Nein, halt. Forschung abbrechen. Nachladetempo. Aber gut, hilft nicht weiter. Mann. Verdammt. Ich wollte Nachladetempo machen und hab's schon wieder verplant und hab's verkackt.
Ich hab's verkackt, okay? Ich hab's einfach verkackt. Gut, Geld warten. Geld, 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 Geld. Hat irgendjemand von euch Hunger? Du siehst aus, als ob du Hunger hast. Bisschen voll abgemagert. Haben alle nicht wirklich Hunger. Weiß ja auch nicht, ab wann sie dann anfangen, Hunger zu verspüren. Ich fahre trotzdem nochmal wieder rein. Es ist wichtig. Vorsicht! Gibt es eigentlich Parkbelohnung, wenn ich jemanden totfahre? Ich hätte nicht hupen sollen, oder? Hat einer gerade gefressen, ihr Schweine? Habt ihr gerade gefressen? Alter, wehe, ihr habt gefressen. Mach euch platt, wenn ihr gefressen habt. Wo seid ihr? Fresst oder ich töte euch. Nein! Nicht unbedingt. Oh nein, sie greifen an, sie haben es gehört. Doch nicht. Zum Glück sind sie feige. Wenn jetzt schon wieder den Gras. Ach, ich hasse dich. Da ist ein scheiß Nugget, Alter. Und du willst das Nugget da nicht essen. Scheiß nicht hungrige Dinger. Wir haben Ankylosaurus. Baum. Wieder Platin gefunden, was. Sehr nice ist. Das ist sehr nice, Platin gefunden zu haben, weil das gibt echt immer Geld. 360.000 ist halt schon echt geil. Dann schicken wir gleich auf neue Expedition und genau wieder dahin, wo sie auch schon waren. Ist zwar schon teilweise erschöpft, aber... Ich gewende, ey. Ich will ein Foto machen, das stresst total. Schön. Gibt auf jeden Fall Geld. Die 6000 nehme ich mit. Forschung abgeschlossen. Treffsicherheit. Toll. Es geht aber nicht um die Treffsicherheit. Genom abgeschlossen und damit ein neues lebensfähiges Genom vom Ankylosaurus erhalten. Geil. Auftrag das abgeschlossen. Mit meinem Lehrbuch unter Abliefern. Wow, geiler Spruch. Gewinn liegt bei 25.000 die Minute, ist nicht sehr viel. Aber wir haben ja auch bis jetzt erst nur zwei Dinos. Also die Leute kommen hierher und geben Geld aus für zwei Dinos. Die wollen aber auch nicht fressen, die Viecher. Die wollen... Kann ich den Ranger hier irgendwie abparken? Einfach sagen... Mann, ja, fahr weg. Hau ab, ich will dich nicht mehr sehen. Okay, Forschung. So, das da wollte ich eigentlich. Ich hoffe, das ist jetzt das Richtige. Halt. Ich weiß nicht, warum ich immer aus Versehen auf das jetzt drücke. Ich glaube, weil ich vorhin Digimon gespielt habe. So, Aufträge. Forschung. Finden Sie... was für Sie. Wenn Sie Interesse haben. Klar, kriegen wir garantiert hin. Okay, neue Aufträge gibt es soweit noch nicht. Aber wir schaffen sie ein Fossil von Edomosaurus. Das ist ja eigentlich, ne? Sollte ja gar kein Problem sein. Ich warte darauf, dass die was essen wollen. Da warte ich halt echt drauf. Und hier müssen wir, glaube ich, wirklich ein Fleischfresser reinschmeißen. Aber ich weiß nicht, was das für Zäune sind. Möchte ich auch einen Fleischfresser auf der Insel des Todes haben? Das ist jetzt natürlich auch die Frage, ne? Ankylo, Ankylo und das da.
Und ja. Okay, wir haben ja schon wieder fast 1 Million. Das ist ja schon wieder. Es geht ja schon wieder aufwärts, ne? Geldlich gesehen geht es ja aufwärts. So, wir sollen ein Edomosaurus-Fossil finden. Ist gar kein Problem. Hoffe ich mal. Ich habe Angst, hier gerade einen Fleischfresser reinzuschmeißen. Oder ob wir sagen, da kommt einfach ein Ankylosaurus rein oder so. Nein, es frisst! Warte! Auto! Gib ihn! Gib ihn! Gib ihn! Es frisst! Mach das Tor auf! Es frisst! Es frisst! Das dürfte nichts werden. Nein! Nein, es geht gerade weg! Es geht gerade weg! Nein! Ich hasse dich, Dino! Ich hasse dich! Oh Gott, ich hab dich... Ich hab einen Dino noch nie so sehr gehasst wie das da gerade. Ich hab... Du blöde Sau! Es wird fressen. Es wird definitiv fressen. Ja, wir haben alle Hunger. Los, Attacke. Ja, komm schon. Komm schon. Sie haben ein Auge für Bildkomposition. Gott sei Dank. Gott sei Dank haben Sie gleichzeitig Hunger. Sehr schön. Die Bilder waren optimal. Gut gemacht. Ja, geil, ne? Bin ein harter Typ, ich weiß. So, jetzt haben wir, das hat auch schon wieder Geld gegeben. Forschung abgeschlossen. So, die Rangerstation können wir jetzt ja damit ausrüsten. Ich weiß nicht, warum ich den 1993er Jeep nicht habe. Ich will ihn rot haben, ich weiß auch nicht warum. So, das gibt auch wieder Geld. Auftrag haben wir eingesagt. Dafür müssen wir uns bei Ihnen bedanken. Das gab auch wieder ein bisschen Geld. Wichtig. So, forschungsmäßig. Erforschen wir das letzte Parasitium hier, dann sind unsere Dinos alle gesund und munter und lebensfähiger. Wir bekommen neue Fossilien. Da sind sie. Ein Kryptosaurus und ein Edomosaurus und das da vertaufen. So, die Aufgabe habe ich jetzt auch abgeschlossen. Alter, wir schließen hier die Aufgaben ab ohne Ende. Beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Das blieb nicht unbemerkt. Weil ich ja auch so viel dafür getan habe. Oh. Wissenschaft. Ich habe eine neue Gelegenheit. Sie wird eine Herausforderung, denn es geht um einen kranken Dinosaurier. Gefährlich? Klingt gefährlich. Nicht gefährlicher, Dr. Malcolm, als unsere sonstige Arbeit hier. Hören Sie genau hin. Hören Sie es? Ah, da. Ich glaube, das war er. Mein exakter Wortlaut. Bereiten Sie sich auf den erkrankten Dinosaurier vor. Bauen und mit Strom versorgen. Forschungszentrum, Rangerstation. Haben wir. Sprich, es müsste jetzt gleich 1,5 Millionen geben. Ich bin froh, dass Sie Dr. Malcolms Vorbehalte nicht einschüchtern konnten. Ich weiß nicht, ob er übervorsichtig oder einfach nur neidisch ist. Vielleicht beides. Egal. Ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können. Ankunft von kranken Dinosauriern in 1 Minute sonst was. Okay. Wie ich bereits erwähnte, bekommen wir demnächst ein krankes Tier und müssen uns darauf vorbereiten. An die Arbeit. Habe ich richtig gehört? Sie bringen einen kranken Dino in unsere Einrichtung? Ich bete, dass Sie wissen, was Sie tun, denn ich habe keine Ahnung. Wir haben eigentlich jegliche Bakterien und alles abgeschlossen. Muss ich mal so sagen. Also rein theoretisch dürfte da jetzt nichts Böses bei rauskommen. Da haben wir bis jetzt so viel Platin gefunden, das fand ich ganz nice. Also, ne? Wir kriegen einen kranken Dino, aber gut.
Ausbrütungstempo. Sehr teuer. Verbesserung, sehr teuer, aber... Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist. Ich weiß es nicht. Ja, hier hinten ist ja nichts hilfreich, ne? Waren DNA-Beschleuniger verbessert die Verdauung jeglicher Nahrung. Ja gut, das ist jetzt nicht... Durch die DNA von grünen Meeresschildkröten überleben Gehirnzellen wesentlich länger. Das ist vielleicht gar nicht mal so doof, wa? Gehirnzellen klingt immer sehr gut. Wie, Stromausfall? Wer hat das Licht ausgeschaltet? Stromausfälle sorgen von Zeit zu Zeit für eine reduzierte Leistung aufgewerteter Kraftwerke. Sabotage kann Kraftwerke lahmlegen und dazu führen, dass Gehegetore für einen gewissen Zeitraum geöffnet werden. Wählen Sie mit einer Rangerstation aus, um... Okay. Aufgabe erhalten. Dinosaurierlieferung. DLP Skizze wird an Ihr Park geliefert. Sind Sie bereit, ihn um 200.000 zu transportieren? Hör damit. Okay, wir... Ich weiß nicht, was ist... Was ist es denn für ein Dino? Ich weiß nicht, was es für ein Dino ist. Achso, ein Diplo... Ein Diplomaten-Dino. Das ist, glaube ich, ein... Ich pack den lieber hier rein. Außerdem ist das ein kranker Dino. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Ist natürlich doof, dass wir gerade das Ranger-Team dahin... Oh, guck mal, den Großen da... Ja, den großen. Das Ding kann ganz schön was tragen. Ein kranker Dino. Und Gebüsch. Hätte aber einen ganz schön langen Schwanz da. Hallo? Bist du krank? Kryptoparasiten zur Heilung benötigt. Hä, haben wir doch, oder nicht? Warte. Ich werd grad nervös. Wir haben die Parasiten doch. Isla Muerta, Wissenschaftsmission unvollständig. Fuck! Wir können den nicht heilen. Wir haben... Ach ja, ein Tropensturm taucht auf. Muss ich Alarm auslösen? Ich bin da mal jetzt gerade ein bisschen nervös. Mach mal hier hin. Dinosaurier gedeihen nur bei optimalen Umweltbedingungen. Geborgenheit berücksichtigen folgende Faktoren: offene Graslandschaften, Schutz durch Bewaldung, Schutz, soziale Gruppen und Anzahl der Tiere in einem Gehege. Jedes Spezies hat unterschiedliche Toleranzgrenzen für die einzelnen Faktoren. Wenn die Gesamtgeborgenheit unter dem Schwellenwert liegt, versuchen alle Dinosaurier auszubrechen. Sie zerstören Zäune und verletzen Gäste. Eine Geborgenheit ist garantiert für den Arsch, ne? Ja. Grasland, Wald. Okay, du brauchst... Warum habe ich den Dino überhaupt angenommen? Warum habe ich diesen Dino angenommen? Voll der Fehler, ey. Du brauchst noch ein bisschen Grasland. Grasland ist ja auch gar kein Problem, indem wir dir ein bisschen Wasser klauen, ne? Wissenschaft ist nicht bloß experimentieren, sondern auch beobachten.
Was ich bei Ihnen sehe, gefällt mir. Weiter so. Ja, warte, ich mach nochmal ganz schnell den Alarm aus. Das hätte, glaube ich, gar nicht sein müssen. Ich weiß es nicht.